Aufnahme sollte laufen. Servus zurück, Leute. Wir sind hier stehen geblieben. Es ist bei mir schon wieder einige Zeit her. Wir sind bei dem kalten Vorrat stehen geblieben. Ich habe jetzt ist es genau 20 Uhr bei mir. Ich habe jetzt insgesamt wieder ein bisschen herumschrauben müssen, weil es immer nicht so läuft, wie man es sich wünscht. Aber im Endeffekt hat es dann doch alles geklappt. Den Tee habe ich auch neben mir stehen, weil es gerade kalt draußen ist. So, jetzt muss ich wieder ins Spiel. Wie ihr wünscht. Okay. Wie erwünscht. Was ich allerdings jetzt schon noch gern haben würde, wäre, wenn man die Audio von dem Typen, allgemeine Lautstärke, Stimmlautstärke, ich würde tatsächlich die ein bisschen runtersetzen, weil der redet mir zu viel. Okay. Ansonsten? Wie ihr wünscht. Ist das tatsächlich die Stimmlautstärke? Eine gute Idee. Ich bin da. Aber der hat eine schöne Stimme. Aber ich bin da jetzt ein bisschen Das ist Inventar. Ich bin da jetzt ein bisschen zwiegespalten. Ist das tatsächlich die Stimmlautstärke? Ich habe jetzt hier keinen Unterschied erkennen können. Jetzt nur mal testweise, da mal das komplett aus. Wohl an. Nö. Oder? Da passiert nichts. Da passiert nichts. Leute, da passiert nichts. Ja, dann müssen wir wohl oder übel damit leben, oder? Komisch. Na gut, lassen wir es einfach so, oder? Okay. Ich muss jetzt wieder ins Spiel reinkommen. Hier oben habe ich meine... Okay. Ich glaube, die sind böse. Schon dabei. Wenn ihre Gruppe in einem Kampf getrennt wird, zeigen ihnen die Charakterporträts an, ob Gruppenmitglieder angegriffen werden. Ja, das ist gut. Wenn das Charakterporträt eines Gruppenmitglieds rot blinkt, wissen sie, dass das Mitglied in Gefahr ist und angegriffen wird. Senden sie schnelle Hilfe. Okay. Okay, der heilt nicht von selbst, oder? Doch. Da blinkt auch irgendwas. Ich muss mich jetzt erstmal hier bequem hinsetzen. Ich muss wieder ins Spiel reinkommen, das ist halt einfach krass. Gut, hier haben wir die Weltkarte. Ich werde es versuchen. Und ich fürchte, hier kommen wir... Nee, den habe ich doch auf Blitz geskillt. Der soll Blitz machen, nicht Schwert. Böse. Umgehend. Kann man hier... Okay, hier ist die Kamera. Aber die Kamera kann ich hier nicht. Wie ihr wünscht. Oder? Alter Scheiße, wie kann ich jetzt die Kamera umstellen? Geht das nur so? Das ist halt jetzt schon ein bisschen krass. Ah, hier. Ja. Oh, seht ihr denn? So ist eigentlich ganz angenehm, oder? Ein bisschen in der Ferne. Schon dabei. Das ist... Lol, das ist ja Zeug. Jetzt müsste ich theoretisch nur... Ah,
schwierig, Leute. Wie kriege ich jetzt noch einmal, dass das angezeigt wird? Wird erledigt. Dass da Gegenstände am Boden liegen, weil sonst übersehe ich die halt alle. Wo? Hier, Leute. Ja. Ah, so. Ah, so, ja. Blöd. Aber ich würde schon gern, dass das Zeug angezeigt wird. Wie das heißt. Shit, Alter. Ich muss da wieder reinkommen. Tut mir leid jetzt. Spiel. Bilder pro Sekunde. Anwesenheitsporträt erhöht. Textlaufgeschwindigkeit maximal an. Schwierigkeitserhöhung. Habe ich. Ich glaube, das müsste doch hier irgendwo gehen. Ausgewählte Mitglieder befehlen Gegenstände zu sammeln. Was ist das? Ja! Leute, ja, da! Und jetzt bin ich ein bisschen. Eine gute Idee. Habe ich Angst, weil der ist, glaube ich, krass. Oh, der war gar nicht krass. Schon dabei. Das war ein Noob. So, da will ich alles zerstören. Nix drinnen. Hier ist auch. Wie ihr wünscht. Soweit. Genau das wollte ich haben. Den. Oh. Keine Gnade! Was ist denn das, ein Yeti? Der ist ein bisschen stärker scheinbar, aber. Immer in Bewegung bleiben. Reingekommen. Ist da noch irgendwas zum Zerstören? Nee, scheinbar nicht. Oh. Xyr hat gerade an Stärke gewonnen. Immer in Bewegung bleiben. Wo ist das? Die sind jawohl. Schon recht stark, die Viecher. Das ist ein bisschen problematisch, vor allem, weil da oben zwei sind. Und ein Eisgolem oder so habe ich da gesehen. Natürlich. Aber ich liebe das Spiel. Ja, ja, nein. Nein, das ist nicht funny, Leute. Wir speichern hier mal. Ne, ich gehe doch jetzt zuerst die andere Richtung. Und schauen noch mal kurz ins Inventar, ob wir hier. Ob wir hier irgendwas Besseres haben. Stabschaden 6 bis 8. Alter, ist das klein. 6 bis 8. 10 bis 13. 7 bis 11. Nee, ich glaube, wir haben hier Schuhe vielleicht für deine Mainz verkaufswert. Oh, ja. Dem könnte man da tatsächlich die Schuhe austauschen. Stärke erfordert Stärke 15. Kann ich dem das geben? Verteidigung 4, Verteidigung 10, Verteidigung 6, 8 bis 14, 8, was hast du für 8? Was hast du für Schuhe an, Verteidigung 1? Ich habe
Ja, ich habe halt ein krasses Ding. 8 bis 14. Das kann ich eigentlich dir geben. Ja, dann lassen wir das jetzt einmal. Nee, Leute. Du musst richtig krass bei dem Ding werden. Ist nix, oder? Nee. Scheint nicht so. Ja gut, dann gehen wir halt weiter. Es ist kalt, aber heute ist es bei mir auch kalt. Da kommt fast schon der Schnee von den Bergen runter. Hier sind so viele krasse Dudes. Und da ist... Oh, noch mehr Speicher. Sorry. Spiel Speichern gibt es da eigentlich auch schnell? Eins, zwei, drei, vier, und dann brauchen wir die fünf. Speichern. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Da brauche ich wahrscheinlich... Ich lock die jetzt mal an. Einzeln sind die dann doch besser. Ah. Nö, Leute. Ja? Schon dabei. Nö. Seht ihr den fetten Teil? Den fetten Typen? Nö. Keine Sorge. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Sorry. Das ist mir zu krass gerade. Haut ab. Natürlich. Endlich. Alter, der rusht mich down, als wäre ich der übelste Anfänger. Okay, schaffe ich den? Was sagt ihr? Fuck. Ist der jetzt dead? Nee. Ich glaube nicht, oder? Der muss theoretisch nur wieder zurückgeholt werden. Ja, schwierig. Verteidigung 0, Verteidigung 4, 6, Verteidigung Stärke 13. Ich hätte dem, ja genau, ich hätte dem sagen können, er soll sich heilen. Jo, ist halt jetzt blöd gelaufen. Wäre es nicht besser, ich würde dem einen Kampfstart geben? Was ist das? Langsame Angriffsgeschwindigkeitswürfe? Sehr großer Nahkampfangriff anzuwenden.
Was ist das? Blitz, Naturzauber, Feldsäule, Geist. Ich gebe jetzt dem einfach mal die Zauber. Kampfzauber. Kann er irgendwie nicht. Scheinbar. Na geht doch. Jetzt haben wir den umgehend. Fetten wenigstens mal besiegt. Ja, was machst du? Nicht, ja. Keine Sorge. Jetzt haben wir das geschafft. Ja, das war schon ganz, ganz nett schwer. Kann man nichts machen. Und ich speichere jetzt nochmal. Speichern. Ja. Das müsste jetzt ein Teleporter sein, oder? Eine gute Idee. Eine gute Idee, du sagst es. Ich bin schon gespannt. Genau, da kommen wir in der Stadt heraus. Und was wir gleich tun werden. Wie ihr wünscht. Hallo? Geht nicht. was sagst du hier? Kereber Disco, was? Dislokator, ein Dislokator. In die Stadt zurück und berichte Bürgermeister Hardison. Was Hardison? Ich kann das nicht lesen, das ist viel zu klein. Dann vor eurem Sieg. Der Bär ist tot. Ja, ich kann jetzt einmal vieles. Aha, geschafft! Das Geheimnis der utrellschen Runen. Oh, ich sehe, ihr habt ein Exemplar ins Laufen gebracht. Wenn die jetzt laufen, habt ihr auch den Riesen getötet? Gut gemacht. Hast du recht. Jawohl. Ich muss hier. Jetzt werden wir mal Sachen verkaufen. Zu dem Bürgermeister gehen. Was ist hier? Diesen Biestern habt ihr es aber gegeben. Danke. Sofort. Hier könnten wir rein. Schmiede. Ja. Vier, sechs. Na, ich habe schon die besseren Sachen. Wir verkaufen einfach Zeug. Bei Arzenais Klinge. Werf doch bitte einen Blick auf mein. Pista. Wir verkaufen das Zeug jetzt einfach. Das ist einfach. Das würde ich noch tatsächlich behalten. Bücher weiß ich jetzt irgendwie so irgendwie nicht. Ich werde mal da definitiv ein bisschen aufräumen. 35, das ist krass, das behalten wir. Wir müssten auch irgendwann die Ding aufsteigen. Die Stärke und so. Ja, und ach so, ein Helm. Nee, sage ich jetzt nicht. Bereit.
Wie ihr wünscht. Ist das? Nee, das ist nicht der Bürgermeister. Oder? Es freut mich zu hören, dass der Riese erschlagen wurde. Diese Belohnung für die ausgeräumte Bedrohung der Monster stammt von Lanob und Kira. Sucht sie, bei ihnen könnt ihr weitere Vorräte erwerben. Danke. Jetzt muss ich euch fragen, ob ihr etwas gefunden habt. Die vermisste Karawane führte ein mächtiges Artefakt mit sich, das uns zum Schutz dienen sollte. Den Stab der Sterne. Er ist in der Lage, die Elemente zu beherrschen. Ihr habt ihn nicht zufällig gefunden? Was? Der Stab? Nee, den habe ich nicht gefunden, Junge. Ihr müsst den Stab der Sterne finden und hierher bringen. Wenn er in die falschen Hände gerät, bricht Chaos aus. Das Westtor steht euch nun offen. Danke. Das ist eine wichtige... Das ist eine wichtige Ansage. Sucht den Stab... Ah, das ist wenig Text. Das, so liebe ich die Questbeschreibung. Sucht den Stab der Sterne. Das ist einfach schön wenig Text. Genau. Zum Bären muss ich auch noch... Wo war... Das ist halt jetzt schwierig. Verlasst euch auf mich. Oh, Rucksack. Wo kann ich den Rucksack? Hat der auch? Nee, der hat keinen Rucksack. Ah, so. Ah, Schriftrollen. Moment. Das ist ein Zauber und das sind Schriftrollen. Ich glaube, das kann jeder verwenden. Feuerkugel. Die geben wir dem mal. Der mag das. Ich habe Naturzauber, oder? Nicht Kampfzauber. Wie viel macht das? Schaden 4 bis 7. Schaden 4 bis 7. Naturzauber 3. Ja gut, wird dann nochmal. Was ist das? Ich würde denn schon gern so ein bisschen in beide Richtungen Naturzauber und heilende Hände so in beide Richtungen entwickeln. Nee, also mit dem bin ich jetzt ganz glücklich, mit heilende Hände auch. Aber ich habe doch auch eine Mütze bekommen. Oder war das dieser Helm? Wir speichern nochmal. So, jetzt ist die große Frage. Also wir gehen jetzt nach Norden. Aber ich habe hier noch die große Frage, wo ist der Typ mit dem Bären? Ich glaube, hier gibt es keinen Questmarker, der uns anzeigt, in welche Richtung wir laufen müssen. Befürchte ich. Naja, gut. Ich habe noch in Erinnerung, dass es eine kleine Hütte ist. Irgendwo wird die schon zu finden sein. Das Westtor, hat er gesagt, ist geöffnet. Jetzt gehen wir nach Süden. Ich glaube, da war unser Haus, oder? Jo. Hier, glaube ich, brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt irgendwie nach Westen gehen. Ich würde aber schon gern vorher noch diesen Quest abgeben. K.
Kehrt zu Kron zurück. Ja eben, ich will die Belohnung. Jetzt unbedingt. Kron, wo bist du, mein Freund Kron? Bist du hier? Nee. Kann ich mit dir gar nicht quatschen. Wir leben in seltsamen Zeiten. Kein... Das ist nicht... Ja, seltsam. Du sagst es. Aber ich würde jetzt gern den Kron finden. Ich müsste halt wissen, wo der ist. Da vielleicht? Ah, hier müsste er sein, oder? Hallo? Ich stehe in eurer Pflicht. Jawohl, mein Herr. Und hier ist der versprochene Lohn. Ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Für eine neue Rüstung dürfte es aber auf jeden Fall reichen. Die Frage ist, brauchen wir eine neue Rüstung? Ich glaube nämlich wohl nicht. Wir gehen jetzt erst einmal da zum Tor. Zum Westtor. Da dürfen wir scheinbar durch. Kurzer Blick auf die Uhr sagt, ob ich eh nicht Zeitüberschreitung mache. Ja, 27, wir haben noch ein paar Minuten. Wir sind euch überaus dankbar, dass ihr den Riesen und seine Kreaturen vom Pass vertrieben habt. Vielleicht erlaubt uns der Hauptmann ja jetzt ein bisschen Spaß. Eine Brakjagd. Darf ich jetzt durch? Ja, ich darf, oder? Sind wir? Jawohl. Hier waren wir noch nicht. Gut, was sagt der Globus? Wir sind hier. Gut, soweit. Ja, unsere einzige Aufgabe ist, den Stab der Sterne zu finden. Der dürfte aber schon recht schwierig sein. Weil der Typ ist ziemlich krass, soweit ich das in Erinnerung habe. Sind die böse? Die sind ziemlich böse, oder? Aber das klappt schon mal gut mit Heilen und Naturzauber. Das mag ich gern. Ich schaue hier lieber dahinter. Vielleicht findet man hier irgendwas Schönes. Oh, what? Nee, da war nichts. Haben die, by the way, was fallen gelassen? Habt ihr da was gesehen? Nee. Nur was ich vielleicht etwas problematisch finden könnte, wäre, wenn der dann quasi nur zur Hälfte quasi levelt. Also, ich finde diese beide Kombinationen jetzt schon mal gut, aber wenn er dann im Late Game quasi keine Zauber verwenden kann, weil er nicht maximal gelevelt ist auf einer Fähigkeit, dann finde ich es problematisch. Deswegen würde ich mir doch lieber auf Kampfzauber fokussieren und dann später einen Typen, wenn wir einen dazu bekommen, der sich nur auf Heilen spezialisiert. Aber ich bin jetzt wenigstens Level 2. Können wir da irgendwas verwenden?
Kampflevel 2. Okay, Rechtsklick muss ich mir merken. Die haben eigentlich nichts, nee. Ja, gut. Ich liebe diese Musik, Leute. Hört ihr die? Ich hoffe, ihr hört sie im Hintergrund. Es ist so angenehm irgendwie. Somehow very... Oh, 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 oh. Zuerst einmal das Zeug einsammeln. Aber wir kommen jetzt ganz gut vorwärts. Würde ich immer sagen. Der ist irgendwie ein bisschen stärker. Vielleicht ein höheres Level. Ah, und jetzt schön Zeug zerstören. Ich liebe es. Das schauen wir uns etwas später an. Da können wir auch rauf. Vielleicht ist das ein Rundweg. Da hätten wir vielleicht oben bei der Stadt auch rechts gehen können. Vielleicht wäre es auf das Gleiche hinausgegangen. I don't know. Gehen wir erst einmal da rein, oder? Was? Die Dislokatoren. Das ist ein Buch. Oh, und er ist ja ganz alleine, Ashley Wicket. Ich kannte eure Eltern gut. Als sie vor 20 Jahren loszogen, stand ich als Wache am Stadttor. Und ich sah, wie sie das letzte Mal davonritten. Jede Nacht hielt ich Ausschau nach ihnen, wartete auf ihre Rückkehr. Und jeden Morgen wurde meine Hoffnung enttäuscht, bis ich zu alt zum Wachen und meine Augen zu schwach zum Sehen wurden. Als sie gingen, führte eure Mutter Ahok's Lot mit sich. Mehrere Waffen, die in eurer Familie von Generation zu Generation weitergereicht wurden. Vielleicht findet ihr sie ja auf euren Reisen. Ich hoffe allerdings nicht, denn eure Eltern würden sich niemals von ihnen trennen, solange sie am Leben sind. Das ist eine tragische Geschichte. Kurz speichern. Ja, Waffen, sagt er. Ja, müssen wir schon. Soll ich das jetzt schon aktivieren oder nicht? Also, hier geht's nicht weiter, oder nicht? Heißt, wisst ihr was? Ich werde das jetzt aktivieren, oder? Weil hier geht's scheinbar weiter. Also hier ist meine nette Brücke. Was ist hier? Hier glaube ich geht sogar zur Stadt. Kann das sein? Wieder zurück. Ja, schau, da ist die Stadt. Da bin ich den langen Weg außen rum gegangen. Komisch, immer wenn ich viel reden muss, dann kriege ich sein Kratzen. Wie geht's rauf? Ach so, da komme ich ja gerade hier. Ja, ja, komisch. Dann kriege ich sein Kratzen im Rachen und muss dann husten. Obwohl ich eigentlich gar nicht kränklich bin, aber das ist irgendwie. Nee. Bereit. Wisst ihr was? Ich schaue jetzt zuerst, bevor ich da weitergehe. Jawohl. Schaue ich zuerst, wohin uns dieser Teleport führt. Wahrscheinlich in die Stadt. Wäre mein erster Gedanke. Vielleicht eine gute auch, Idee. Vielleicht auch woanders hin. Vielleicht in eine Falle? Ach so, nee. Der funktioniert wohl gar nicht. Der funktioniert gar nicht. Ja, ist auch okay. Dann halt nicht. Wird erledigt.
Jetzt muss ich aber kurz eine Aufnahmepause machen, bevor ich es wieder vergesse. Alt-Z, also für diese Folge bedanke ich mich bei euch beim Zusehen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss mit dir und ciao mit euch.